Willkommen zurück bei Baphomets Fluch. Wir sind im Hotel Ubu, denn hier hat Khan eingecheckt und anscheinend hat er hier etwas hinterlassen und wir schauen doch mal, ob wir da nicht drankommen. Und wie immer, bevor wir mit dem Empfangschef hier reden, schauen wir uns erstmal um. An einem Messinghaken hängen ein Schlüssel und ein Plastikanhänger. Kann ich wahrscheinlich nicht einfach einstecken. Excusez-moi, Monsieur. Was? Sie haben versucht, diesen Schlüssel zu stehlen, ne? Was? Nein! Wie käme ich dazu? Was? Fiese Unterstellungen. Das Melderegister für die Hotelgäste. Kann ich da mal ein bisschen reinspinksen? Es ist niemand mit dem Namen Khan eingetragen. Falls der Killer hier wohnt, benutzt er einen anderen Decknamen. Ja, wie wär's mit Morlin? Was mir übrigens auffällt, das ist nur so ein winziges Detail. Man sieht hier manchmal bei George am Rand hier so, ja, so einen ganz leichten, ungefähr ein Pixel breiten, hellen Streifen. Wirkt manchmal wie rein, ja, so rein kopiert, aber nicht ganz sauber. Das ist mir schon aufgefallen. Bisher das einzige kleine winzige Detail, was mir so ins Auge fällt, wo ich denke, das hätte man vielleicht noch etwas besser lösen können. Aber das soll das alles gar nicht trüben hier. Der Empfangschef trägt eine herablassende Miene, so gekonnt zur Schau, als ob er damit auf die Welt gekommen wäre. Ich brauche ein paar Informationen. Was sind Sie? Polizei? Ich führe eine private Untersuchung durch. Ah, ich weiß genau, was Sie meinen. Das ist einer der Nachteile des Beherbergungsbusiness. Wenn Leute in ein Hotel gehen, lassen sie ihre Moral zu Hause, no? Okay. Okay, gut, ja, es gibt einiges hier zum Erfragen. Das machen wir auch. Machen wir alles, natürlich. Ich möchte etwas aus Ihrem Safe haben. Ah oui, Monsieur. Darf ich einen Ausweis sehen? Was zum Beispiel? Einen Führerschein vielleicht? Ich fahre nicht. Ihr Pass? Den habe ich nicht dabei. Ich könnte Ihnen meine Operationsnarbe zeigen. Tut mir leid, Monsieur. Ich brauche etwas, das Sie einwandfrei identifiziert. Was gibt es einwandfreieres als meine Narbe? Tut mir leid. Ich muss auf einer etwas traditionelleren Form der Identifikation bestehen. Mist. Ja, Mist. Allerdings. Na gut, dann finden wir bestimmt einen anderen Weg. Was den Schlüssel an dem Haken dort angeht. Oui, Monsieur. Für welches Zimmer ist er? Nummer 21. Ist das Zimmer vermietet? Non. Die Gäste haben heute Morgen ausgecheckt. Ja, dann würde ich doch jetzt gerne einchecken. Ich möchte Zimmer 21 mieten. Das geht nicht. Wieso? Sie sagten doch, es sei frei. Es ist für einen anderen Gast reserviert. Mist. Gesundheit. Kennen Sie einen Mann mit Namen Plantard? Non, Monsieur. Ich suche einen Mann, der sich wie ein Clown kleidet. Dies ist ein respektables Hotel, Monsieur. Hier gibt es keine Clowns. Wenn Sie das sagen. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Ja, Monsieur. Das ist einer unserer Gäste. Name? Den darf ich Ihnen nicht sagen. Ist nicht sehr kooperativ. Aber ich tippe auf Morlin. Hey, darauf einen herzhaften Händedruck. Lieber nicht, Monsieur. Mir tut immer noch alles weh von dem Schock, den mir einer der Gäste verpasst hat. Er hatte ein elektrisches Gerät in seiner Handfläche verborgen. Praktische Scherze sind ja so kindisch. Finden Sie nicht? Ach, geht. Oh yeah, sicher. Na gut. Danke für Ihr Entgegenkommen. Aber vielleicht kann unsere Lady Pyrmont uns ein wenig helfen. Hi, Ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Würden Sie den Empfangschef ablenken, damit ich einen Schlüssel ausborgen kann?
Soll ich Ihnen etwa bei einer kriminellen Handlung helfen, Darling? Oh nein, es handelt sich um den Schlüssel zu einem leeren Zimmer. Und warum, wenn ich fragen darf, möchten Sie Zugang zu einem leeren Zimmer? Möchten Sie sich dort einnisten? Nein, Ma'am. Pfadfinder, Ehrenwort? Ich war nie bei den Pfadfindern, Ma'am. Das ist ja schrecklich. Was haben sich Ihre Eltern bloß dabei gedacht? Ah. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, für einen Jungen in Form geprügelt zu werden. So, jetzt erzählen Sie mal, warum möchten Sie unbedingt in dieses Zimmer? Es liegt genau neben dem Zimmer, in dem der Killer wohnt. Ach, Sie möchten Morlan also belauschen. Mhm. Ich hoffte, es gäbe vielleicht eine Verbindungstür. Mein weiblicher Charme dürfte in diesem Falle nicht weiterhelfen. Aber eine gesunde Dosis englischer Arroganz könnte funktionieren. Dann wollen wir doch mal sehen. Hallo? Sie da drüben, Dina? Oui, Madame. Hören Sie mir mal genau zu. Sie verstehen doch Englisch, oder? Aber natürlich, Madame. Gut. Ich wünsche, einen Teil meines Schmucks in Ihrem Safe zu deponieren. Ich verstehe. Sind Sie da ganz sicher? Bien sûr, Madame. Jetzt sind Sie dran, mein Lieber. Na, dann wollen wir mal. Herzlichen Dank. So, jetzt schnell nach oben. Oder halt. Hier noch einen Blick reinwerfen. Es ist niemand mit dem Namen Khan eingetragen. Aber der Name für Zimmer 22 ist Moalin. Das ist gut. Schnell weg, bevor es auffällt. So. 21, dafür haben wir den Schlüssel. Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 21. Da kommen wir gleich rein. Aber erstmal lauschen wir hier nochmal. Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 22. Falls die Beschreibung des Schneiders korrekt war, handelt es sich hier um das Zimmer des Killers. Wollen wir mal anklopfen? Die Tür ist verschlossen. Ja, das wundert mich nicht. Zimmer Nummer 23. Ist auch zu, nehme ich an. Die Tür ist verschlossen. Dachte ich mir. Und die Zimmer hier können wir erst gar nicht überprüfen. Na gut, dann halt Zimmer 21. Wahrscheinlich auch verschlossen, aber den Schlüssel haben wir ja dabei. Die Tür ist verschlossen. Mhm. Wie zu erwarten war. So. Vielleicht ist es nicht das richtige Zimmer, aber es ist der richtige Schlüssel. Ja, immerhin. Okay. So, ein Schrank, ein Nachttisch und ein Fenster. Wunderbar. Wir fangen mal beim Schrank an. Ein riesiger Mahagonischrank. Außer einem schwachen Geruch nach Kampfer ist der Schrank leer. Aber ein großes Zimmer, ne, für so ein Hotelzimmer. Aber es war ja auch ein sehr, sehr teures Hotel. Neben dem Bett steht ein kleines Nachttischchen. Ist da was drin, was Interessantes? Der Nachttisch ist leer, riecht aber nach Zwiebeln. Kein Witz, wirklich wahr. Ja gut, glaube ich dir. Okay. Ein Blick aus dem Fenster zeigt eine enge Gasse, die von hohen Mauern umgeben ist. Mhm. Ja, ja. Da unten ist die Gasse. Das Pflaster der Gasse sieht sehr weit weg und sehr hart aus. Können wir da runterspringen? Wenn ich wollte, dass meine Schienbeine meinen Ohren guten Tag sagen, würde ich springen. Mama Stoppert hat aber keine Selbstmordkandidaten aufgezogen. Na gut, dann tun wir das halt nicht, sondern schleichen einfach hier in das richtige Zimmer. Und plötzlich habe ich nochmal das starke Bedürfnis zu speichern. Das hier ist nämlich tatsächlich ein Spiel, in dem man sterben kann. Der Schrank hat keine Schubladen, nur eine einzelne Tür.
Der Mörder ist zu schlau, belastendes Beweismaterial neben seinem Bett liegen zu lassen. Ach ja? Und was ist dann das da? Diesen abgeschabten Lederkoffer habe ich bei Plantard gesehen, kurz bevor er starb. Hm. Vielleicht doch nicht so schlau? Ich durchsuche das Innere des Koffers, aber es ist genau wie ich befürchtet hatte. Er ist leer. Na gut. Der Schrank ist ein solides, beeindruckendes, antikes Möbelstück. Auch aus Mahagoni, schätze ich. Hm. Die Hosen sind frisch gewaschen und gebügelt. Die Taschen seiner Hosen sind leer. Hm. Kommen wir von innen hier raus? Ja. Oha. Habt ihr das Karo-Muster an der Hose gesehen? Ich habe so ein Gefühl in der Magengegend, bei dem ich normalerweise mit Volldampf die Toilette aufsuchen würde. Okay, er versteckt sich von alleine im Schrank. Das musste ich ihm nicht mal sagen. Dieses Hosenmuster. Oh. Und tschüss, Mr. Khan. Die Hose passt zu dem Jackett, das der Killer in Paris verloren hat. Also dieses Muster irritiert mich gerade ein bisschen. Aha. Ich kann mein Glück kaum fassen, als ich in den Taschen seiner Hose zwei Gegenstände finde. Das erste ist ein gewöhnliches Streichholzbriefchen. Keine Streichhölzer, keine Anhaltspunkte. Das zweite ist eine Art Ausweis. Auf der Karte stand Thomas Morlin, Grüber Elektronik. Warum muss ich bei dieser Hose jetzt an Stan denken? Streichholzbriefchen. Das Streichholzbriefchen ist mit einem bunten, wirbelnden Muster und den Worten Club à la Mode verziert. Hm, sagt mir gar nichts. Die Karte, die ich im Hotelzimmer gefunden habe, Thomas Merlin Grüber Electronics steht drauf. Merlin, okay. Kommen wir jetzt hier draus? Ja. Okay. Was hilft mir das jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, wir könnten, ich habe lange nicht mehr mit Nico telefoniert, ne? Wir könnten ja nur mal kurz, um ihre Stimme zu hören. Hallo, Nico. Bonjour, Collard. Hi, George hier. Geht es dir gut? Ja, ausgezeichnet. Schön. Schön. Ja, wie kommen wir denn jetzt an die Sachen im Safe? Können wir hier mit ihm noch was tun? Was jetzt, Monsieur? Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Non, Monsieur. Sagt Ihnen dieser Pass etwas? Der gehört Monsieur Morlin. Genau, Morlin, der Mörder. Ich möchte mir ansehen, was er im Safe hinterlegt hat. Unmöglich. Ich kann sein Vertrauen nicht missbrauchen. Egal, was er getan haben mag. Sie begehen einen großen Fehler. Vielleicht. Ich kann damit leben. Hm. Danke für Ihr Entgegenkommen. Na toll. Kann hier die britische Arroganz mir vielleicht nochmal helfen? Hi, Ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Ich habe den Schlüssel. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Dieses Streichholzbriefchen habe ich in Morlins Schlafzimmer gefunden. Es stammt aus dem Club à la Mode. Wenn man herausfinden könnte, ob das ein Club in Paris ist, wäre das sicherlich nützlich, George. Das denke ich auch. Diesen Pass habe ich in Morlins Zimmer gefunden. Aha.
Der kleine Bastard gibt sich also als Elektriker aus. Ja? Dieser Typ hat wahrscheinlich 1000 Gesichter. Ich zeigte dem Empfangschef den Pass in der Hoffnung, dass er mir Moalins Papiere aushändigen würde. Aber er ging nicht darauf ein. Er hatte zu viel Angst. Dem würde ich einen echten Grund zur Angst geben. Folgen Sie mir, George. In Ordnung. Nochmal Hintern reiben und Nase putzen und los geht's. Haben Sie ein Päckchen von Moalin in den Safe gelegt? Ja, Madame. Und hat Ihnen mein Freund hier Moalins Pass gezeigt? Oh ja, das hat er. Aber... Also, wo liegt dann das Problem? Er ist nicht Moalin. Das ist eine völlig unwichtige Nebensächlichkeit. Geben Sie ihm das Päckchen. Aber das ist gegen das Gesetz. Ich bin zufälligerweise Friedensrichterin, Sie dummer Junge. Ich bin das Gesetz. Falls er irgendetwas versucht, erschießen Sie ihn, George. Mit Vergnügen, Lady Piemont. Ich bin der Senat. Einen Augenblick, bitte. Wissen Sie, so viel Spaß hatte ich seit Greenham kommen nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte, Lady Piemont. Voilà, Monsieur, les manuscrits du Monsieur Moalin. Danke. Wie wunderbar. Eine angloamerikanische Allianz, die tatsächlich funktioniert hat. Der Empfangschef hat mir ein fest zusammengerolltes Pergament gegeben. Ich beschließe, es erst aufzurollen, wenn ich sicher zurück in die Kurswohnung bin. Was? Warum? Warum? Bist du denn nicht neugierig, sag mal? Die alte Handschrift, die Kahn von Plantard gestohlen hat. Na ja, gut. Ja, dann wollen wir doch mal sicher zurück in Nikos Apartment gehen. Aber vorsichtshalber nochmal schnell speichern. Ich weiß gar nicht, im Director's Cut wurden, glaube ich, die Möglichkeiten zu sterben zensiert bzw. rausgenommen. Ich weiß nicht, wie es in dieser Version ist, das werden wir jetzt herausfinden. Einen Augenblick, Monsieur. Was haben Sie für ein Problem? Kein Problem, wenn Sie kooperieren. Was wollen Sie? Nur eine Sicherheitsüberprüfung. Reine Routine. Nichts, was Sie beunruhigen müsste. Na gut. Durchsuch ihn, Flap. Darauf kannst du dich verlassen. Der Yeti heißt also Flap. Hey, lass das! Finger weg, du Riesenaffe! Ist es das, was du suchst, Guido? Oh, oh. Sieh, das ist es. Ich kann alles erklären. Naja, fast alles. Zu spät. Sie werden sich jetzt als Fischfutter betätigen. Ich bin allergisch gegen Fisch. Ich krieg überall rote Punkte, wenn ich Thunfisch esse. Los jetzt. Etwas später. Ja. Spiel vorbei. Okay, man kann noch sterben, wie schön. Was passiert, wenn ich jetzt auf Fortfahren drücke? Ach, dann stehe ich wieder hier. Ja, perfekt. Das ist doch ganz gut. Ja, und das ist ein Rätsel. Huch, warte, ich wollte Nico anrufen. Nur mal so, um ihre Stimme zu hören. Eins der schwierigeren Rätsel in diesem Spiel. Nico, rette mich. Bonjour, Collard. Hi, George hier. Geht es dir gut? Ja, ausgezeichnet. Hey, ich habe etwas Unglaubliches, was ich dir zeigen muss. Ach ja, was denn? Eine Überraschung. Ich mag keine Geheimnisse, George. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, aber ich komme bald und zeige es dir. Na gut, kein Tipp für uns. Ja, also ich weiß, was man hier tun muss, weil das wirklich eine Stelle die war. Die Tür ist verschlossen. Ja, ist ja gut. Das kriegen wir ja hin.
Das war wirklich eine Stelle, ich weiß, beim ersten Spielen hing ich hier eine ganze Weile. Wobei es ja nicht unlogisch ist, was ich jetzt tun muss. Ich muss nämlich dafür sorgen, dass wenn Flip und Flap, nee, wie ist der, Flap und Guido, dass ich es nicht dabei habe, wenn sie mich durchsuchen. Und deswegen... Ich weiß, dass man alte Handschriften so nicht behandelt. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass sie den Schlägertypen da draußen in die Hände fällt. Genau. Tschüss. Perfekt. So, Kollegen. Jetzt durchsucht mich ruhig. Ich habe nichts mehr zu verbergen, in Klammern bei mir. Einen Augenblick, Monsieur. Mhm. Was haben Sie für ein Problem? Kein Problem, wenn Sie kooperieren. Was wollen Sie? Nur eine Sicherheitsüberprüfung, reine Routine. Nichts, was Sie beunruhigen müsste. Oh, na gut. Durchsuch ihn, Flap. Darauf kannst du dich verlassen. Hey, lass das! Finger weg, du Riesenaffe! Nichts, Guido. Nada. Bitte entschuldigen Sie die Störung, Monsieur. Wie bitte? Ich sollte euch bei der Polizei melden. In dieser Gegend sind wir die Polizei. Soll ich ihm die Arme brechen? Nein. Lass ihn los, Flap. Naja, gut. Vielleicht sollte ich die wirklich der Polizei melden. Aber die Polizei war bisher zumindest wirklich nicht sehr hilfreich. Das muss man nochmal sagen. So. Falls Flap und Guido hinter der Handschrift her sind, werden sie eine herbe Enttäuschung erleben. Ich kann es kaum erwarten, in Nikos Wohnung zurückzukehren und einen näheren Blick darauf zu werfen. Na, dann wollen wir mal. Wieder in Nikos Apartment. Du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Nicht noch einen Teil von diesem Clown-Kostüm. Eine mittelalterliche Handschrift. Kahn hat sie im Safe des Ubu hinterlassen. Es ist unglaublich. Hat er sie Plantar weggenommen? Könnte sein. Was heißen würde, sie ist so wertvoll, dass man dafür tötet. Schau mal. Hm. Zwei Typen auf ein und demselben Pferd. Ja, vielleicht konnte sich nicht jeder eins leisten. Und was ist damit? Schon mal was vom Ritterorden der Templer gehört? Ihr offizielles Siegel war das Bild zweier Ritter, die sich ein Pferd teilen. Schönes Bild. Was auch immer die Schriftrolle bedeutet, es hat mit den Templern zu tun. Woher weißt du von diesen Rittern? Ich habe von ihnen gehört, als ich einen Artikel über die Kreuzzüge schrieb. Dieser Typ Hugues de Bayon erschien eines Tages am Hof des Königs von Jerusalem. Er bot den christlichen Pilgern Schutz vor den verdrängten muslimischen Armeen an. Der König konnte den Christen eine sichere Reise durchs Heilige Land garantieren. Sichere Reise bedeutete mehr Pilger und Pilger bedeuteten Handel und Wohlstand. Die Templer waren für den König als Söldnerarmee unbezahlbar. Von ihnen ist überliefert, dass sie nie nach der zahlenmäßigen Stärke, sondern nur nach dem Standort des Feindes fragten. Im Laufe der Jahre wuchsen Wohlstand und Zahl der Templer. Sie waren so reich, dass sogar Könige sie um Darlehen baten. Aber auf dem Höhepunkt ihrer Macht gerieten sie mit dem König von Frankreich in Konflikt. Er trieb sie zusammen und übergab sie der Inquisition. Tausende Templer wurden gefoltert und bekannten sich der Ketzerei schuldig. Einmal in den Händen der Inquisition gab es kaum etwas, wozu sie sich nicht bekannten. Der letzte Großmeister, Jacques de Molay, wurde lebendig verbrannt. Aber der Schatz des Templerordens wurde nie gefunden. Hm.
Ja, der Schatz ist also noch versteckt und wartet auf seine Entdeckung? Wenn es jemals einen Schatz gab, dann ist er seit 600 Jahren verschwunden. Naja, wir sollen gegen einen Serienkiller ermitteln, nicht einen mittelalterlichen Schatz finden. Aber vielleicht sind der Clown und sein Komplize dahinterher. Vielleicht führt die Schriftrolle auf eine Spur. Du lässt sie besser hier in Sicherheit. Denk daran, George, dass ein Mensch schon dafür sterben musste, wie du selbst gesagt hast. Außerdem ist das Pergament brüchig. Okay, okay, das hat mich überzeugt. Du kannst es hier behalten. Okay, ja. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, ein Hinweis auf die Tempelritter. Ich meine, selbst wenn ihr das Spiel nicht kennen solltet, am Untertitel habt ihr ja schon vielleicht geahnt, dass es darum geht. Und falls ihr jetzt denkt, ach nö, nicht schon wieder Tempelritter, haben wir das nicht dank Dan Brown und Assassin's Creed alles schon zu Genüge gehabt? Ja, aber man muss bedenken, das Spiel ist von 96, das war vor Da Vinci Code und vor Assassin's Creed. Ja, also damals war das Thema total neu und zumindest ich kann sagen, ich hatte von den Tempelrittern noch nicht so viel gehört zu dem Zeitpunkt, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Also das war zumindest für mich und ich glaube auch für viele andere damals ein ganz neues, frisches Thema. Und es hat, wie ich finde, auch noch nichts von seiner Faszination verloren. Was tust du, damit der Killer-Clown aufgespürt wird? Gute Frage. Nachforschungen, George. Ja? Hast du ein Exemplar des Clown-Jahrbuches? Ich habe ein Telefon und jede Menge Kontakte. Oh, nun, hast du etwas Nützliches herausgefunden? Noch nicht. Ich setze gerade meine erste und wichtigste Waffe ein. Ach ja? Was ist das? Geduld. Ich hab's geahnt. Ist das nicht ein Ersatz für klares Denken? Hast du noch etwas über die Morde herausgefunden? Nun, vielleicht ist das nicht wichtig, aber beide Opfer haben dieses Jahr Paris besucht. Mhm. In der zweiten Juliwoche. Sie waren beide zur selben Zeit hier. Haben sie sich getroffen? Weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Wie kommst du darauf, dass das nicht wichtig sein könnte? Ich habe Plantards Aktentasche im Hotelzimmer des Killers gefunden. Sie war natürlich leer. Schauen wir uns die Schriftrolle mal genauer an. Machen wir uns nichts vor. Wir brauchen Hilfe, George. Von jemandem, der von diesen Dingen etwas versteht. Wen schlägst du vor? Indiana Jones? Ich kenne einen Typen, der sich auf mittelalterliche Studien spezialisiert hat. Sein Name ist Lobineau. Ein spießiges altes Fossil, das nur bei altertümlichen Reliquien geil wird, nehme ich an. Weit gefehlt. André ist nicht der stereotype Professor, an den du jetzt denkst. Wo kann ich diesen Lobineau-Typen finden? Im Museum von Croon. Ich gebe dir die Adresse. Okay, ja, eine neue Spur, aber wir können ja erstmal selber einen Blick drauf werfen und uns ein paar Gedanken machen. Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild, aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Sie erinnert mich an die böse Königin in Schneewittchen. Sie sagte Spieglein, Spieglein an der Wand, oder nicht? Wegen ihr musste ich als Kind so weinen, dass meine Mutter mich aus dem Kino tragen musste. Mich hat sie überhaupt nicht erschreckt. Wie ich schon sagte, ich war noch ein Kind. Das Krokodil in Peter Pan konnte ich auch nicht leiden. Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild. Aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Okay, was haben wir noch? Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle neben dem Ritter steht etwas. Ja, aber es ist in Latein. Per disciplinum mea lux videbis. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Du sprichst Latein? Wer hat dir denn das Kunststück beigebracht? Kunststück? Ich habe Jura studiert, okay? Ich kann Latein. Oh, bist du aber empfindlich. Erzähl mir das nochmal. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Okay. Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Er webt einen Teppich oder einen Wandbehang. Oder eine Steppdecke. Ich schätze mal, dass es ein Hinweis auf einen Ort ist. Ein berühmter Ort für Weberei und Schifffahrt. Wo das Volk in Fässern wohnt? Immer noch besser als in Kartons. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Der einzige Stier aus der Mythologie, den ich kenne, ist der Minotaurus, aber auch nur zur Hälfte. Ich möchte lieber nicht zur Hälfte Stier sein, nicht mal, wenn es die untere Hälfte wäre. Was ist das für ein Gegenstand in der Mitte? Sieht aus wie ein Edelstein auf einem Dreibein. Okay. Ja, alleine kommen wir hier nicht weiter mit diesem Pergamentstück.
Also werden wir uns jetzt wohl mal auf den Weg machen. Vielleicht schaue ich mal beim Museum in Krun vorbei. Es wird dir sicherlich weiterhelfen, George. Brechen wir auf. Ja, diese Musik. Ah, sehr schön. Okay, ja. Den Hinweis auf den Tempelritter haben wir gefunden. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann hoffentlich ein bisschen mehr darüber herausfinden. Okay, ja, also danke fürs Zusehen und bei der nächsten Folge machen wir dann genau an dieser Stelle weiter. Und ja, ich hatte mal wieder Spaß, ich hoffe ihr auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.